Also auch nochmal, so kann man nicht miteinander umgehen. Aber sind Sie haben eine andere Meinung als ich, das respektiere ich. Ich habe Ihnen das nicht abgesprochen, dass es nicht auch ehrenwerte Gründe gibt dafür. Und ich erwarte, dass meine Meinung in gleicher Weise gelten kann, zumal sie in der deutschen Bevölkerung aus meiner Sicht einen großen Punkt auch abbildet. Leute, die ebenfalls in Sorge sind. Und das sind Menschen, die auch den Anspruch haben, dass man mit ihren Argumenten, mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten, mit ihren Haltungen vernünftig umgeht. Haben Sie nicht gerade 10 Minuten zurück, Herr Kretschmer, gesagt, es geht nicht darum, dass ein Spitzenpolitiker sich nach Mehrheiten und nach Umfragen richtet? Haben Sie nicht gesagt, es geht darum, Haltung zu zeigen, einen klaren Standpunkt zu zeigen? Ich habe in den letzten Minuten dargelegt, was meine Argumente sind, warum das aus meiner Sicht richtig ist. Und Sie haben gesagt nochmal, kann man ja gerne überprüfen, dieser Krieg geht weiter, weil wir, das haben Sie deutlich insinuiert, weil wir nicht verhandeln. Und ich möchte nur einen simplen Punkt machen. Und ich wäre dankbar, wenn wir darüber Einigkeit erzielen könnten. Dieser Krieg geht weiter, weil dieser Mann in Moskau das so will. Ja, natürlich.